Liebe Menschen da aussen, die Gefahr ist klein, sehr klein sogar. Sie ist so verschwindend klein, dass man sie uns eigentlich gar nicht recht vorstellen könnte. Sorglos ignorieren also. Die Augen und die Ohren einfach zumachen, verschliessen. Die Gefahr abspielen und so tun, als existiert sie überhaupt nicht. Ja, wenn die Gefahr dermassen klein ist, dann ist das womöglich eine Strategie. Ob diese Strategie immer auch sinnvoll ist, das hängt natürlich stark ab von der konkreten Gefahr. Wenn man eine Gefahr, ob gross oder klein, abspielt, dann macht man das, um der Angst nicht zu viel Raum zu geben. Schließlich müsste man eine Gefahr ja nicht bewusst vernötigen, wenn man keine Angst davor hätte. Dann wäre sie eben gar nicht der Rede wert. Aber ihr wisst alle, seit bald 2 Jahren müssen die Gefahren nicht mehr unbedingt gross sein, damit sie uns Angst machen. Auch kleine, ganz kleine, mikroskopisch kleine Gefahren können grosse Ängste, Verunsicherung und Polarisierung auslösen. Die Tendenzen, die werden dann noch verstärkt, wenn sich die Gefahr laufend verändert, je nachdem sogar bedrohlicher wird und einfach nicht in den Griff überzukommen ist. Ich weiss nicht, wie es euch da dabei geht, aber ich merke bei mir selber, dass ich müde bin, Corona-müde. Ich gebe mir Mühe, mich den Massnahmen entsprechend zu verhalten, habe mich impfen und schütze so mich und andere. Ich versuche auch, die grossen Zusammenhänge zu verstehen, und bemühe mich nach bestem Wissen und Gewissen, meinen Teil zur Eindämmung der Pandemie beizutragen. Aber ich muss sagen, all das ermüdet mich. Und die Situation, in der wir drin sind, die stresst. Die ständigen Meldungen, Updates, neue Zahlen, Diskussionen, Hintergründiges und Vordergründiges,
Die Dominanz von einem bedrohlichen Thema, das macht müde und das stresst. Dazu kommen immer wieder Meldungen von Intensivstationen, dass wir jetzt schon triagieren müssen. Oder es wird berichtet von einer neuen Studie zu gehäuften Impfdurchbrüchen. Und wieder andere Stimmen lassen vermuten, dass man sich künftig vermutlich häufiger impfen muss, damit man geschützt bleibt. Und dann haben wir von neuen Virusvarianten ja noch gar nicht geredet. Alles das macht müde. Und ich merke an mir selber, dass ich auch unterschiedlich auf Nachrichten rund ums Virus reagiere. Manchmal reagiere ich genervt auf sachliche Informationen. Ein anderes Mal reagiere ich gar nicht, werde fast apathisch. Nicht, weil ich der wissenschaftlichen Faktenlage nicht würde trauen, ganz im Gegenteil. Sondern, weil ich je nachdem einfach nicht mehr bereit bin, die gehörte Information für mich an dem Tag als relevant einzustufen. Oder es passiert mir immer häufiger, dass ich gegenüber anderen Meinungen kein Verständnis mehr aufbringe. Ich habe das Gefühl, mein Verständnis sei aufgebraucht. Ein anderes Phänomen, das die Corona-Müdigkeit noch passend zum Ausdruck bringt, ist das, was ich letztens von einer Kollegin gehört habe. Sie empfände manchmal Corona-Diskussionen am Fernsehen, so im Hintergrund, schon fast als beruhigend, als angenehm. Sie geniesse auf eine Art den vertraute Sound von Begriffen und argumentativ ja eigentlich immer gleichem Hin und Her, manchmal richtig gehend. Ja, sie empfände es als beruhigend. Oder ich freue mich jeweils fast, wenn ich irgend in einem Jackensack eine gebrauchte Maske finde und überlege mir dann so im Eildurchgang ganz schnell, wo ich die echt das letzte Mal getragen habe. Und lege das inzwischen vertraute Accessoire gern an, weil ich mich ohne Maske schon fast ein bisschen nackt fühle. Tatsache, dass der Hygienestatus von einer wiederholt getragenen Maske allerdings fragwürdig ist, die Tatsache, die verliert für mich dabei je länger je mehr an Bedeutung. Und ich glaube, es geht noch anderen so. Zur Müdigkeit gesellt sich also auch eine gewisse Nachlässigkeit. Und die Nachlässigkeit hat ihre Ursache vermutlich darin, dass wir eben verunsichert sind, ob wir uns im Alltag überhaupt wirksam gegen die mikroskopisch kleine Gefahr schützen können. Ja, es sind genau solche Momente der Unsicherheit und von der Ungewissheit, die zusätzlich ermüdet. Und wenn dann noch die unbeleiteten Behauptungen dazukommen, die gewisse Mitbürgerinnen und Mitbürger eine angebliche Corona-Diktatur aufbeschwören und ernsthaft die Meinung vertreten, korrupte Medien würden uns allen eine dunkle Wahrheit vorenthalten, dann wird es komplett ermüdend. Wenn man müde ist, dann tut Ruhe gut. Schlafen, sich erholen. Aber das geht irgendwie schlecht. Man kann sich in dieser Situation, wo wir schon seit bald 2 Jahren drin sind, nicht einfach zurücklehnen und ein Fatigue-Syndrom auskurieren. Es handelt sich da um eine Müdigkeit oder gar um eine Furcht, die irgendwie ausweglos scheint. Und jetzt kommt zu all dem auch noch Omikron ums Eck. Eine angeblich noch viel ansteckendere Variante als Delta, die ja selber schon super ansteckend ist. Wo bleibt denn da noch die Hoffnung auf ein baldiges Ende? Die Kräfte und die Zuversicht schwinden ab der momentanen Entwicklung. Delta und Omikron sorgen miteinander für hohe Ansteckungszahlen und damit für neuen Stress. Stress ist von der Definition her das Ausbleiben von einer Entlastungserwartung. Es ist keine baldige Besserung in Sicht und das stresst, sondern Stress macht müde, noch mehr. Und das im Unterschied gerade zum Virus, wo extrem stresst, aber selber alles andere als müde scheint. Doch Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Satz, der stammt von Paulus. Es ist ein beliebter Konfspruch. Er tönt schön, fast zu schön, um wahr zu sein. Wenn man sich aber den Paulus vorstellt, der wegen seinem Glauben an den Gott von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit
im Gefängnis gesessen ist, dann kommt der Vers durch diesen Umstand dann doch ein bisschen mehr bodenhaftig über. Die Gefahr, die von dem kleinen Virus ausgeht, unberechenbare neue Mutationen und der Umstand, dass es keine Fluchtmöglichkeit gibt, das alles zieht so vielen den stabilen Boden unter den Füßen weg. Flüchten. Ja, flüchten würde ich manchmal gern. Aber auch das Wort, die Flucht, hat das Virus sogar für sich vereinnahmt. Omikron sei nämlich eine Immunfluchtmutante. Ein Fremdwort, das schon per se gefährlich tönt. Immunfluchtmutante. Und die kommenden Wochen werden zeigen, ob Omikron nicht nur deutlich ansteckender als Delta wird sein, sondern womöglich auch noch gefährlicher. Und so könnte aus der Immunfluchtmutante Omikron eine richtig gehende Immunfluchmutante werden. Es ist zum Verzweifeln. Doch Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Paulus stellt sich mit dem Satz dieser Verzweiflung entgegen. Ja, Omikron ist vielleicht eine Immunfluchtmutante. Aber ob sie zu einer Immunfluchmutante wird, das hängt davon ab, ob wir der Angst, der Furcht vor dem Virus mehr Raum geben als dem Geist von der Vernunft, dem Geist von der Liebe und dem Geist von der Kraft, der uns geschenkt wird. Versteht mich richtig, mit dem Virus ist nicht zu spassen. Und es ist schon gar nicht zu vernötigen. Und nein, es hilft auch kein Glauben vor einer Ansteckung. Und wir hätten den Paulus falsch verstanden, wenn wir seinen mutmachenden Satz als beschützendes Mittel würden auffassen, wo wirksam gegen die unsichtbare Gefahr einfach so anwendbar wäre. Wir würden aber die Bibel allgemein missverstehen, wenn wir ihre Botschaften als billigen Trost würden abtun. So wenig wie wir das Virus sollen vernötigen, so wenig sollen wir auch die frohen Botschaften von Paulus, Jesus oder von alttestamentlichen Propheten einfach als unbrauchbar in den Wind schlagen. Sie sind kein Allheilmittel, die grossen Sätze aus der Bibel. Sie wirken auch nicht magisch gegen ein bedrohliches Virus. Und doch steckt in ihnen eine Wahrheit, ein Trost, ein Licht. Wenn wir die Hoffnung auf bessere Zeiten für uns warm behalten, dann ist zum Beispiel das Licht von Weihnacht wahr. Das Licht von Weihnacht, das kommt. Das Licht von Weihnacht unterbricht unseren kollektiven Geisterritt auf der 5. Corona-Welle. Und ich habe den Eindruck, so einen Unterbruch haben wir bitter nötig. Viele Menschen fühlen sich in diesen surrealen Zeiten unfrei. Obwohl vieles abgesagt wird und wir darum manchmal vielleicht sogar mehr freie Zeit hätten, fühlen wir uns unfrei. Weil unser Leben stark von außen bestimmt wird, durch Einschränkungen und auferlegte Massnahmen. Aktivitäten, die uns in normalen Zeiten neue Energie geben, werden ausbremst. Freude und Kraft nehmen ab, je länger die Pandemie andauert. Da kommt doch ein Unterbruch, wie Weihnachten eigentlich gerade sehr recht. Weihnacht
verspricht, sondern Unterbruch zu sein. Nicht nur ein Unterbruch vom Schaffen, vom alltäglichen Trott, nein, eben auch ein Unterbruch von der Angst, von der Unsicherheit und von der Müdigkeit. Es ist wichtig, in unruhigen Zeiten nach Sachen oder Beschäftigungen Ausschau zu halten, die einem gut tun, wo uns Selbstwirksamkeit erfahren lassen. Die einen haben vielleicht Yoga für sich entdeckt, andere begeben sich mit spannenden Geschichten, die sie lesen oder schauen, in andere Welten und finden dort drin Zerstreuung. Das oder anders sind total gute und willkommene Formen, wie wir uns selber stärken können, wieder besser spüren und uns wieder ein bisschen freier fühlen können. Schliesslich liegt es zu einem grossen Teil auch an uns selber. Ob wir uns schon am Morgen sagen, dass auch heute bestimmt wieder ganz ein fürchterlich trüben und ermüdender Tag wird. Oder ob wir uns eben darauf besinnen, was uns Freude macht und gut tut. Das, liebe Zuhörerin, liebe Zuschauer, genau das sind eigentlich die echten Booster. Ich nenne sie mal Seelenbooster. Seelenbooster, das sind Auffrischungen, die es nicht in Spritzenform gibt. Seelenbooster, das sind ganz individuelle Auffrischungsimpfungen, die wir uns selber für uns selber verabreichen. Doch Weihnachten, wo bevorsteht und unsere Corona-müde Gedanken mit dem Licht vom Stern unterbricht. Weihnachten erzählt davon, dass es nicht nur um Selbstwirksamkeit geht. Das Geschehen von Weihnachten, die Geburt vom Kind, steht für den Geist, den Paulus eben so charakterisiert. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist von der Kraft, weil wir Kraft brauchen und diese Kraft der seelische Booster ist, der die Müdigkeit verwandeln will in Zuversicht. Der Geist von der Liebe, weil die Liebe das Grösste ist und wie keine andere Emotion für die Wahrheit von Weihnachten steht. Weil die Liebe das Gefühl oder die Haltung ist, die Brücken bauen kann, damit Gräben überwindet werden. Und schliesslich der Geist von der Besonnenheit oder von der Vernunft. Weil es eben neben der Liebe, dem Verständnis für den anderen oder die andere und neben der Kraft, die wir brauchen, um nicht aufzugeben, weil es neben der Liebe und der Kraft eben auch Vernunft braucht. Die Fähigkeit, mal innezuhalten und eine Art einen Ausfallschritt zu machen, einen Schritt zurück, der es erlaubt, mal von aussen auf uns und auf das, was um uns herum passiert, zu schauen. Mal für einen Moment aus unserer Welt herauszutreten, aus unserer ermüdenden und viruslastigen Welt. Und dann erst sehen wir vielleicht, wenn wir einen Schritt zurückgehen, dass von aussen ein Licht in unsere verdunkelte Welt hineinscheint. Es ist das Licht von Weihnachten und es erzählt von einem kleinen Kind. Klein, ja, aber allemal grösser als Virus. Ich wünsche euch allen einen stärkenden vierten Advent und eine besinnliche letzte Woche auf dem Weg hin auf Weihnachten. Hebt euch Sorge. Geht im Geist von der Kraft, die euch gegeben ist. Schaut euch um nach dem Geist von der Liebe. Und lasst euch beschenken mit dem Geist von der Besonnenheit, damit in eurem Herz und Verstand nicht das munzig kleine Virus überhand nimmt, sondern eben das, was an Weihnachten klein anfängt. Amen. Thank you.
Musik.